Sehr schön. Also, da sind Sie. Und Dankeschön. Vielen Dank. Ich, Schülerreporter Chris, bin heute beim 21. Sachsen-Anhalt-Tag hier in Eisleben. Hinter mir ist gerade der Festumzug in vollem Gange. Und ich habe mich einfach mal ins Getümmel gestürzt mit der Frage, was bedeutet eigentlich Sachsen-Anhalt für Sie selber? Sachsen-Anhalt ist meine Heimat, ist die Wiege der deutschen Nation. Hier hat die deutsche Geschichte angefangen vor über 1000 Jahren. Wir haben den ersten deutschen König geliefert, den ersten deutschen Kaiser. Wir haben Martin Luther, wir haben die Aufklärung, wir haben das Bauhaus, wir haben das UNESCO-Welterbe hier in Eisleben, was ja auch viele Besucher gerade anzieht. Ich denke mal, es ist eines der vielfältigsten Bundesländer, die es gibt in Deutschland, und wir können stolz darauf sein. Und da haben wir ihn, Dr. Martin Luther, hier in Eisleben geboren und hier in Eisleben durch die Streitigkeiten ringsherum um die Grafen von Mansfeld, sonst wäre er wahrscheinlich nie hier gestorben. Er war ja gar nicht mehr hier zu Hause, aber er hat gesagt, ich muss nach Eisleben im kalten Januar. Das war eine lange, schwere Reise seinerzeit gewesen. Und er hat gesagt, ich trete die an, ich möchte in meinem Mansfeld schlichten. Und das ist also auch passiert. Aber auf dieser Reise hat er sich am Süßensee an der sogenannten kalten Stelle dann auch, ja, die Erkältung zugezogen, die später dafür gesorgt hat, dass er eben genau die Nachfolge eben nicht überlebt hat. Also Sachsen-Anhalt ist mein Heimatland und ich finde, Sachsen-Anhalt hat sehr, sehr Vielfältiges zu bieten und man unterschätzt es oft. Also Sachsen-Anhalt ist für mich das leider unterschätzte Bundesland. Hans Luther mit so einem Martin-Pfarrer. Die Musikschule des Landkreises. Und so sieht ein Mensch aus, der Spaß hat an der Arbeit. Anhalt, was das für mich bedeutet, ist meine Heimat. Bergbau. Meine Heimat. Glück auf. Glück auf. Ja. Ich war hochgekackt. Glück auf. Ja. Auch dem Verein Mansfelder Bergarbeiter der Sinne. Das ist diese Tradition, die gelebt wird. Erlebniswelt Kupfer, das Ganze in Helbra am Schmiedschacht. Nein, wie sagt da immer Helbra? Sachsen-Anhalt ist unsere Heimat. Und für mich habe ich gesagt, gibt es nichts Besseres als Sachsen-Anhalt. Das ist bunt, das ist gut. Wir haben eine super Landwirtschaft und wir haben tolle Leute hier. Nicht nur die Vereine, die Arbeit, insgesamt das ganze Leben für Sachsen-Anhalt ist hier schön und lebenswert. Traditionen und genau so soll es sein. Und in Wolferode gibt es auch die Mansfelder Bergmann Schützengilde zum Wolferode e.V. Und die marschiert jetzt hier den Marktberg herunter an mir vorbei. Sachsen-Anhalt ist für mich Heimat. Also, ja, hier bin ich geboren. Und jetzt mache ich dann Polizeiausbildung, um darin zu arbeiten. Reformation, 500 Jahre haben wir. Und das ist eine Tanzstudie aus Eisleben. Auch Tanzen hat ja eine ganz große Tradition in Eisleben. Also Sachsen-Anhalt ist für mich zum einen Heimat, zum anderen natürlich Arbeitgeber, wie man sieht. Sachsen-Anhalt bedeutet für mich Zusammenhalt, tolle Menschen, Vielfalt und Luther. Man merkt schon, wie zum Beispiel hier beim Sachsen-Anhalt-Tag treffen halt verschiedene Vereine, Verbände aufeinander und es ist halt doch so miteinander umgehen, neben alles. Und manchmal merkt man halt doch so, ja, der kommt zum Beispiel aus Hanne und der kommt jetzt aus Eisleben, dass es halt keinen Unterschied macht, dass wir halt alle gleich sind. Eigentlich hat der Stadtsort immer so auch den Bein Kalfürde. Nein. Ja, das stand aber nicht auf der Fahne. Alles. Heimat. Heimat. Sonne. Wohlfühlen. Und Dasein. Und natürlich das Sachsen-Anhalt-Fest. Ja, das ist meine Heimat. Sachsen-Anhalt ist für uns eines der schönsten Bundesländer in ganz Deutschland.
Sachsen-Anhalt heißt für uns ÖSA, öffentliche Versicherung Sachsen-Anhalt, eine regionale Versicherung vor Ort in allen großen Städten, in jeder Sparkasse. Sachsen-Anhalt heißt schöne, nette, liebe Menschen und die allerschönste Stadt in ganz Sachsen-Anhalt ist Köthen-Anhalt. So, jetzt wissen wir alle ein wenig mehr. Das war's vom 21. Sachsen-Anhalt-Tag hier aus Eisleben. Ich sage bis demnächst, macht's gut und ciao. When do you go back to the back to Taiwan? Yes. 22. Wednesday. Wednesday. So 3 days from now. Good flight and many greetings. Thank you. Welcome. Goodbye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.